Hallo, ihr Brettkarten- und Tabletop-Spieler, mein Name ist Marcel, ihr kennt mich als Herrn der Spiele und heute teile ich nach ungefähr 7 bis 9 Stunden Spielzeit meinen Ersteindruck zu Blood von Ludus Magnus Studio. Blood ist ein voll kooperativer Boss-Battler mit einem super genialen Thema, wahrscheinlich mit dem genialsten Thema schlechthin, denn wir übernehmen die Rolle von Troopern, das heißt so Jahrmarktsmenschen, die sich auf die Jagd nach Graf Dracula höchstpersönlich machen. Und wen das Thema noch nicht genug huckt, ich packe die Box jetzt mal kurz an die Seite, ist nämlich groß und schwer, der sei gewarnt, denn der Mechanismenmix bei Blood, der hat mich vollends überzeugt. Denn wir haben es mit Handmanagement zu tun, einer meiner absoluten Lieblingsmechanismen, und mit einem sehr gewieften, intelligenten Programmiersystem, und da haben wir eine Schnittstelle, die ich euch heute auf jeden Fall zeigen werde. Das Ganze funktioniert auch so fluffig und so gut, dass ich, ihr merkt es vielleicht, meine Euphorie nicht ganz hinterm Berg halten kann, und normalerweise mache ich sowas auch erst im Fazit, aber ich finde das Spiel wirklich extrem genial. Was ich heute machen werde, ist, ich werde euch grundsätzlich das Spiel zeigen, so mit den Kernaspekten, guck so ein kleines bisschen, dass ihr so ein Gefühl für das Ganze entwickelt. Was macht Blood eigentlich besonders? Und da dreht sich alles eben um diesen Mechanismenmix, der am Ende auf dem sogenannten Nightboard stattfindet. Ich werde euch das gleich zeigen, ich werde euch das aber nur ausschnittsweise zeigen, damit ihr aber ein richtiges Gefühl für das Spiel, also den Gameflow entwickelt, werde ich euch in wenigen Tagen, auch während der Kampagne, noch ein Playthrough-Video hochladen. Ob das wirklich ein ganzes Video ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall vollständige Spielzüge. Ja, bitte beachtet bei all dem, was ich euch jetzt hier zeige, ich habe einen Prototypen, der funktioniert sehr gut, aber da ist ganz, ganz viel subject to change. Wer die ganze Kampagne verfolgt, wird auch schon wissen, es gab auch Kritik. Ich gehe darauf später auf jeden Fall ein. Ich habe die Kritik als solche ebenfalls wahrgenommen und teile sie auch. Aber wie gesagt, dazu mehr. Es ist ein Prototyp. Es ist nicht das finale Produkt. Es wird noch viel, viel besser. So, und jetzt bleibt auf jeden Fall dran, denn ich werde euch das Ganze jetzt vorstellen. Viel Spaß und wir sehen uns am Ende nochmal wieder. Wir bewegen uns aus dem Überflug mal wieder kurz in die Totale. Ich springe einfach nochmal so oder ich lasse mal so ein bisschen langsam drüber schweifen, dass ihr so einen Eindruck für die Tischpräsenz bekommt, aber natürlich immer noch in dem Wissen, das ist ein Prototyp. Wir gucken uns jetzt gleich einige Sachen, also die Kernaspekte des Ganzen im Detail an. Verzeiht mir auf jeden Fall, dass ich das Ganze relativ gestaucht habe. Ihr seht hier unten und an der linken Seite, also ich habe das so ein bisschen L-förmig eingerahmt, die Charakterboards. Die haben also jeweils hier Ablagen für Nachzugstapel, Wundenstapel, unten natürlich für die Charakterkarten. Wir gucken uns das, wie gesagt, alles im Detail an. Haben hier auf der linken Seite die ganzen Miniaturen stehen, einige Token stehen. Das ist das Village Board, da wird es gleich ganz, ganz wichtig. Hier ist die Spielfläche. Da haben wir also dann die Aktivität und das Geschehen. Dort oben sehen wir dann den jeweiligen Boss links mit seinem Kartendeck und seinen Weakness-Karten unten. Und das hier ist der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, das sogenannte Nightboard. Mit seinen 2 Lanes, seinen 2 Zeilen und den 4 Bereichen werde ich euch ausführlich erklären. Links unten für die verschiedenen Events, rechts unten für die Taktikkarten, rechts oben für die Antwort, also Reactionskarten des Bosses und hier mit den Minions. Ja, das taugt jetzt auch auf jeden Fall schon mal kurz für den Überblick und fürs Material. Ich gehe jetzt mal viel näher ran an den Schritt 1, denn das Spiel besteht aus jeweils einer Tag- und einer Nachtphase. Und für die Tagphase müssen wir uns nur das Village Board angucken. Ich habe an der Stelle einfach mal den Ausschnitt vergrößert und euch das Village, also das Dorfboard, näher herangeholt. Verzeiht einfach mal meine Anglizismen. Es wird natürlich auch auf Deutsch kommen, das ist üblich so bei Ludus Magnus Studios. Und ich sagte es gerade, es gibt 2 verschiedene Phasen. Sozusagen pro Szenario haben wir immer erst eine Tagphase und dann eine Nachtphase. Und die Tagphase könnt ihr als eine Form der Vorbereitungsphase wahrnehmen. Und dort bewegt ihr euch hier sozusagen auf einer strategischen Metaebene
im Dorf und könnt hier diese verschiedenen Locations, also Ortschaften besuchen, um euch zu heilen und eben auf den Kampf vorzubereiten. Das Wichtigste, meiner Erfahrung zufolge, sind auf jeden Fall diese 6 verschiedenen Karten, diese Handkartenstapel. Ich hole euch jetzt einfach mal exemplarisch eine näher ran. Das ist jetzt hier die Karte, die heißt Erzot. Da oben rechts haben wir dann ein Symbol, ein Kaufpreis. Merkt euch auf jeden Fall mal den Kaufpreis. Noch wichtiger ist links oben der sogenannte Threat oder Bedrohungswert. Das werde ich euch ganz klar zeigen. Und unten die Effekte, die seht ihr durch diese rote Linie abgetrennt. Und diese Karte, die können wir kaufen. Und ich hole jetzt gerade mal eine Karte von Fatima dazu. Muss mal gucken, dass die auch in der Kamera ist. Und wir haben eben die Möglichkeit, nicht eben genau diese Karte, das ist jetzt eigentlich tatsächlich ein schlechtes Beispiel, ich nehme sie jetzt mal zurück, sondern in dem Fall die Animo-Karte. Und die können wir dann austauschen. Das heißt, wir könnten diese Karte hier weglegen und diese Karte in unser Deck ergänzen. Und da sind wir bei dem eingangs erwähnten Hand-Management-Aspekt. Wir können nämlich in dieser Dorfphase unser Deck individualisieren, verbessern und dann in den Kampf gehen. Und das reicht jetzt an der Stelle wirklich kurz und knapp zur Vorbereitungsphase. Ich zeige euch nur mal kurz unser Ressourcenboard hier rein. Das ist auch sehr thematisch. Also als letzter Punkt für die Tagphase. Hier seht ihr die verschiedenen Werte an Ressourcen nachgehalten über diese Schieberegler. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht, dass man hier nicht einen Token-Salat hat, wie das so häufig ist. Und man bekommt diese Ressourcen, auch das werdet ihr sehen, spätestens im Playthrough, durch das Erleben von Quests, Events, Nebenaufgaben oder eben das Besiegen des Bosses. Ja, und wie das Ganze funktioniert und das Herzstück des Spiels, das Nightboard, das zeige ich euch jetzt. Nur noch mal ganz kurz zur Einordnung. Ihr seht es ja noch, das Dayboard. Und da hat sich jetzt auch erstmal nichts verändert. Also wir haben immer noch unsere Charaktere hier liegen und natürlich die Kampffläche. In dem Fall sind es die Katakomben. Aber wir wollen uns jetzt natürlich das Nightboard angucken. Wir befinden uns nämlich nach einer solchen Tagphase, in der Nachtphase, beginnen mit einem Zug und dann kommt die Planungsphase. Dann werden wir nämlich alternierend mit dem Startspieler beginnend unsere Taktikkarten, ich zeige euch nochmal hier Fatima mit ihren Karten, nutzen und diese von links nach rechts hier auf dieses Nightboard legen. Und wie das Ganze funktioniert, das seht ihr jetzt. Ich bin jetzt so gut es geht mal an besagtes Nightboard herangefahren und das Nightboard ist absolut relevant in der Planungsphase und das ist die Phase, die der eingangs angesprochenen Programmierphase, dem Programmieraspekt entspricht. Ihr seht es hier, wir müssen uns das Board auch zuerst mal ein bisschen detaillierter angucken, dass es diese 2 Zeilen gibt. Und wichtig ist zu sehen, dass es einen Flow gibt. Hier angefangen von der 1 geht es hier rüber nach rechts, dann hier hoch zu der 2 und dann nach links zurück zu der 3. Und jetzt gucken wir uns die Bereiche mal an. Diese schwarze Leiste ist die Leiste, die uns zur Verfügung steht für unsere Taktikkarten. Das sind hier die Taktikkarten. Ich gucke nochmal gerade, ob man es sieht. Das sind jetzt Fatimas Taktikkarten. Das macht auch Sinn, weil Fatima als Führerin hier ihren ersten Zug hat. Und dieser Bereich hier, das ist ja auch der Bereich, auf dem wir unsere Taktikkarten platzieren, aber der ist zu dem Zeitpunkt noch besetzt mit den Eventkarten. Diese Eventkarten, in dem Fall Katakomben, werden vom Szenario vorgegeben und sie blockieren erstmal Slots. Wir können mit diesen Karten interagieren, das seht ihr gleich in der Taktikphase und es ist eben die zweite Phase, wo dieses Board interessant ist. Und wenn wir jetzt also zurückspringen in die Planungsphase, dann wird jeder von uns im Uhrzeigersinn eine Karte spielen. Und wir gucken uns jetzt mal kurz die Anatomie einer Karte nochmal an. Ich hatte das vorher ganz kurz gemacht, aber gucken wir uns mal kurz diese Karte an. Ich halte sie auch so, dass es nicht reflektiert. Das ist also eine Starter-Taktikkarte von Fatima. Ihr kennt es hier oben an dem Symbol. Dann seht ihr noch einen Namen. Und das ist ganz wichtig, das ist der Bedrohungswert. Diese beiden Sachen sind jetzt noch nicht relevant in der Planungsphase. Sie sind aber natürlich gedanklich relevant, denn wir wollen und müssen natürlich eine Karte spielen, die wir dann später in der Taktikphase umsetzen. Und wenn wir die Karte spielen, dann platzieren wir sie auf dem ersten freien Slot auf diesem Taktik- bzw. auf dem Nightboard und zwar immer ganz links. Und wenn wir das gemacht haben, müssen wir sofort auf diesen
Threat oder Bedrohungswert achten und werden dann dieses Token, dieses Bedrohungstoken, um ein Feld nach rechts schieben, um 1, weil das hier der Wert ist. Und dann checken wir immer, und es ist hier der Fall, ob ein Nemesis-Symbol erreicht ist. Und ihr seht, das wurde hier erreicht. Und ich hole jetzt aus dem Off, das gucken wir uns gleich auf jeden Fall auch nochmal kurz an, hier die Karten vom Boss. Ja, das sind die Reaktionskarten des Bosses. Ich habe jetzt mal den ganzen Stapel mitgebracht. Wir ziehen die erste Karte. Und ja, das ist der Vorführeffekt, aber es ist okay. Wir haben jetzt den Sanguine Command. So, der hat jetzt gleich mehrere Informationen neben dem Namen der Ikonografie, also dem Artwork meine ich, und dem Text. Und zwar seht ihr hier einmal, wie er den physischen und den mentalen Wert des Bosses beeinflusst. Ich werde jetzt nicht auf alles haarklein eingehen, das seht ihr auf jeden Fall die nächsten Tage in meinem Playthrough-Video. Wichtig ist, dass durch die Aktionen der Boss sich selber auch schadet in der Form, dass er sich erschöpft, also körperlich oder auch physisch. Dieser Wert ist jetzt super interessant, der zeigt nämlich an, dass das eine Interrupt, also eine Unterbrechungskarte ist, denn normalerweise werden seine Reaktionskarten wie unsere Taktikkarten einfach mal auf das Board gelegt und ausgeführt in der Nemesis-Phase. Hier ist es aber so, dass die Karte sofort ausgeführt ist und wir haben noch ein drittes Symbol oder ja, ein drittes nach diesen beiden, hier dieses komische Zähne, dieses Vampir-Zähne-Symbol, denn das referiert hier auf diesen Check, das ist in dem Fall eine Bedingung, die wir uns anschauen müssen. Und hier checken wir, wenn mindestens 10 von diesen Contagion Cubes, ich zeige euch mal gleich Cubes, also Cubes sind jetzt nicht so interessant, die sehen so aus, die sind so Multi-Use-Cubes, die verwenden wir auch für unseren eigenen Sanity-Track. Wenn so viele auf Raswans Karte liegen, dann sind die Troopers besiegt. Das ist also eine Siegende-Bedingung aus Seiten des Bosses. Ja, und dann macht er sofort das da unten und da seht ihr auch nochmal Ikonografie. Target jeder Trooper in Reichweite von 0 von irgendeinem Enemy hier. Also jeder Trooper, der im gleichen Feld eines Gegners steht, der wird jetzt angegriffen und zwar physisch und muss einen Test abliefern gegen Stärke oder Dexterity, also Geschicklichkeit. Und die Karte wird jetzt sofort hier hingelegt und wird in diesem einen Fall sofort abgearbeitet. Ja, wie das Ganze dann funktioniert, zeige ich euch. Oh, ich zeige es euch vielleicht gerade jetzt mal. Ich zeige euch das tatsächlich mal am Beispiel von Otto, dass ihr auch mal einen zweiten Charakter seht. Und dafür hole ich euch auch einmal Ottos Karte hier an. Und ihr seht links oben die Werte von unseren Troopern. Da seht ihr nämlich die Werte Stärke, Dexterity, Cunning und Sanity ist es, glaube ich. Oder ja, Wahnsinn, Gesundheit, geistige Gesundheit. Und ihr seht immer die verschiedenen Würfel, die geworfen werden. Rot ist der schlechteste Würfel, Grau ist der zweitschlechteste und Schwarz ist der stärkste Würfel. Und wir müssen uns jetzt aussuchen, welchen Test wir ablegen. Ihr erinnert euch dran, wir dürfen einen Stärke- oder Dexterity-Test machen. Dexterity hat Otto nicht so wirklich. Ja gut, es ist halt so ein mächtiger Henkers-Typ. Also würden wir natürlich einen solchen Check ablegen. Ich lege die Karte mal an die Seite. Würden also diese Würfel hier würfeln? Ich mache das jetzt nicht in unserem Video. Zeige euch nur auch mal die Würfel, dass ihr das Material seht. Ihr seht also auf den Würfeln jeweils nur Successes, das sind die, oder Triumphs heißen sie hier in dem Spiel, und Misserfolge. Ja? Und der schwarze Würfel ist deshalb so gut, weil er eben 8 Seiten hat und nur einen Miss und der hat halt nur 4 Seiten und gleich, ja, wie viel Misses hat er? Also der ist übelst schlecht, der Würfel, den roten wollt ihr nicht würfeln, ihr werdet alles tun, um den Würfel zu verstärken. Genau, und das ist so eine Karte, die sofort abgearbeitet wird und da wir ja jetzt gerade in der Planungsphase sind, ich will euch ja auch mal einen typischen Zug zeigen, ich würde jetzt direkt mal kurz aus dem Off, wie gesagt, dann weiterspielen, denn es würde jetzt im Uhrzeigersinn weitergehen, jetzt ist Otto an der Reihe, ich hole mal Ottos Karten hierher. Ja, und da gibt es auch eine interessante Karte, die ihr spielen könnt jetzt. Ich würde jetzt mal diese Colossal Leap Karte nehmen. Ihr habt jetzt schon so ein bisschen die Ikonografie raus. Ihr seht, gleich wird der Bedrohungswert steigern. Das hier ist ein Effekt, der eine Aura darstellt. Das heißt, alle folgenden Karten, rechts folgenden Karten, die werden dann gleich verstärkt werden. Und er legt diese Karte hierher, bewegt sein Threat Token sofort hier weiter. Und wir sehen, hier wurde dieses Nemesis-Zeichen nicht erreicht. Also geht's weiter zu Radu. Auch den werdet ihr jetzt an der Stelle nicht sehen, aber wichtig ist an der Stelle auf jeden Fall das Nightboard. Ich werde auf jeden Fall gleich mal rausgehen, wenn wir uns dann die Taktikphase angehen, also wenn wir dann spielen.
Und hier seht ihr mal so seine Karten. Ja, was würden wir denn jetzt vielleicht mal spielen? Ja, gucken wir uns doch einfach mal diese Karte an. Die ist auf jeden Fall interessant. Ja, zum einen wird sie sehr, sehr viel Threat erzeugen. Und da seht ihr nochmal eine Besonderheit unten bei den Ausführungen. Denn ihr könnt diesen Effekt gleich zweimal spielen, so er dann ausgeführt wird. Und ihr seht, 1, 2, 3 und 4 und sofort müssen wir eine Karte ziehen und ja, sehr schön. Jetzt sehen wir dann tatsächlich einfach mal alles auf dieser Terrorize-Karte. Seht ihr das, was ich vorher angesprochen habe? Denn wenn diese Karte ausliegt, dann wird während der Taktikphase, also wenn wir dann angreifen, wird der Gesundheitswert, ich zeige es euch gleich nochmal, von Razvan, also von unserem Endgegner, gesenkt. Und all diese Sachen hier unten, die werden jetzt nicht ausgeführt. Stichpunkt ausgeführt, da wir ja den Sanguine Command, also diese Interrupt-Karte ausgeführt haben, legen wir sofort ein Resolved-Token dort drauf. Und das wäre der aktuelle Bedrohungswert. Und jetzt kommt dann auch schon die Schlussspielerin in dem Fall an die Reihe. Ihr seht es daran, dass wir nur einen freien Slot noch zur Verfügung haben. Das ist Anka. Ja, und jetzt zeige ich euch mal eine Karte, die zwar toll ist, aber die uns jetzt nicht mehr so viel bringt. Ich will euch nur mal diesen Effekt hier zeigen. Ja, nochmal 4 Bedrohung. Ja, vielleicht sollte man das nicht machen, aber ihr seht, hier kann man sich viel bewegen, heilen und hier unten noch einen ganz tollen Effekt ausführen. Dieses hier nennt sich Kaskade und es erlaubt dem spielenden Charakter eine weitere Karte zu legen. Das ist ein taktisch sehr interessanter Aspekt, denn zum einen kann der Spieler dann einfach mehr tun und er kann für seine Mitspieler in die Bresche springen, die nicht können oder wollen. In unserem Fall ist es ja so ein bisschen verschwendet, weil wie gesagt, hier endet ja die Reihe. Was aber nicht endet, ist hier das Ansteigen der Bedrohung, genau um 4. Das heißt, es kommt die nächste Karte von Razvan ins Spiel. Wishes Bite, ja, ist natürlich doof, dass er nochmal durch die Gegend rennt und angreift, aber ihr seht es, und das ist hier dieser Risk-and-Reward-Mechanismus, erneut werden die Lebenspunkte von Razvan runtergeschraubt. Und ihr seht, jetzt ist das Board seitens unserer Trooper voll. Ich gehe jetzt gleich direkt mal raus in die Totale, zeige euch davor vielleicht kurz Razvans Board, ja, sodass ihr kurz so ein bisschen seht, was kann denn der Boss, was macht der eigentlich Besonderes zu seinen Reaktionskarten. Und dann spielen wir das einmal kurz durch, damit ihr seht, wie wird das Ganze taktisch ausgefüllt. Also, vom Nightboard gehe ich mal raus und gehe aber direkt auf unser Bossboard. Ihr seht, zur Linken sind diese Reaktionskarten, die ihr eben gesehen habt. Ihr seht eine ganze Menge Informationen bei Razvan. Einmal in der Mitte seht ihr so die verschiedenen Level, die ihr bekämpfen könnt. Und das zeigt dann auch an die Wunden, die erforderlich sind, um ihn umzuhauen. Zur linken Seite, zur rechten Seite und in der Front. Ja, es ist so, dass die Bosse verschiedene Wunden auf verschiedenen Spots ihres Körpers bekommen müssen, um umgehauen zu werden. Und in dem rechten Kasten seht ihr eben eine ja besondere Sache, die ausgeführt wird, in dem Fall zu Beginn eines Zuges. Und das ist einer dieser eben gesehenen Contagion Cubes. Und ich gehe jetzt weiter raus, um euch zu zeigen, wie funktioniert denn jetzt die Taktikphase und der Kampf und natürlich auch die Nemesis-Phase. Wir befinden uns jetzt also wieder in der Totalen für die Taktikphase, damit ihr alles seht, was hier passiert, wo auch die Zusammenhänge sind. Aber ich hoffe, ihr seht ein, dass es sinnvoll war, dass wir uns gerade diese Bereiche eben ein bisschen detaillierter angeschaut haben. Taktikphase beginnt also bei dieser ersten Karte. Wir gehen also von links nach rechts über. Und es ist also Fatima, die jetzt von oben nach unten ihre verschiedenen Effekte ausführen kann. Hier oben seht ihr, ich nehme sie jetzt tatsächlich mal so ein bisschen näher ran, eigentlich bleibt sie liegen, dass sie selbst ausgewählt wird als Ziel und dass sie 3 Steps unternehmen darf. Und das hier unten ist ein sogenannter Support-Effekt, ein Effekt, der als Nächster darauf folgt. Das heißt, es ist einer, den sie selbst nicht ausführt, sondern den die nachfolgenden Spieler ausführen. Das ist natürlich ganz wichtig für diese Programmierreihenfolge, denn eine solche Karte will möglichst weit nach links gelegt werden. Fatima befindet sich jetzt an der Stelle tatsächlich hier, will sich 3 Felder bewegen, bevor sie das aber bewegt. Synergie wird sie hier ein Event bearbeiten. Und ihr seht es vielleicht hier, dass dieses Grab, Scenic Element, das sind jetzt hier so Pub-Standys, und dieses Element, die haben diese Solved-Marker bereits erhalten. Dieses Grab, was lustigerweise neben Fatima hier gerade platziert ist, ich bin übrigens gar nicht auf die schönen Miniaturen eingegangen, kann ich vielleicht später nochmal machen, hat noch keines dieser Token erhalten. Ja, und diese Cursed Tombs, wie funktionieren die denn?
jetzt an der Stelle. Die können auf jeden Fall zerstört werden und wir wollen die zerstören. Warum? Das seht ihr auf jeden Fall gleich. Um so ein Grab zu zerstören, müssen wir sofort 2 Bedrohungspunkte in Kauf nehmen und dann werden wir ein Grab in Reichweite von 1 ins Visier nehmen und dann werden wir eben einen Stärketest ablegen. Ich zeige euch genau, wie das funktioniert. Erst einmal, ihr seht es natürlich, die 2 Bedrohungspunkte können wir uns locker leisten, denn wir sind noch weit dort hinten weg, aber eine zusätzliche Karte, die wollen wir eigentlich nicht haben. Dann schauen wir uns einfach mal Fatimas Fähigkeiten an. Ja, da müssen wir wirklich ein bisschen überlegen an der Stelle, welchen Test wir durchführen, denn ihr seht 2 rote Würfel und einen schwarzen Würfel oder eben einen roten und 2 graue Würfel. Ich bin allerdings bei diesem 6-seitigen Würfel immer so ein bisschen unglücklich mit den 2 Misses. Den will ich nicht nehmen. Ich nehme jetzt einen schwarzen Würfel und 2 rote Würfel. Und was müssen wir schaffen, wenn wir hier würfeln? Wir müssen bei einem Stärketest eine 5 schaffen. Und wenn wir erfolgreich sind, nein, wir sind nicht erfolgreich. In unserem Beispiel haben wir eben riesig Pech gehabt. Aber nehmen wir einfach mal an, dass wir sowas gewürfelt haben. Dann hätten wir jetzt 5 Erfolge plus einen Erfolg. Also nur für den Fall, dass wir es geschafft hätten, dürften wir von Fatima eines dieser Tokens nehmen und es da drauf platzieren. In unserem Fall, wie gesagt, hätten wir einen Fail gehabt und dann wären hier Untote beschworen worden. Hier von diesem Board wäre eigentlich auch ganz schön gesehen. Ne? Zum Beispiel hier der Warden oder der Executed, die wären dann hier beschworen worden und hätten uns Ärger gemacht. Aber in unserem Fall, ne, den ich euch jetzt zeigen wollte, bekommen wir sofort 4 Diamanten und 2 Coins. Das stellen wir dann hier auf diesem Rad ein. Ihr erinnert euch dran, das können wir dann später zur Tagesphase verbrauchen. Noch viel interessanter, finde ich, wird diese Karte jetzt geflippt und merkt euch diesen Moment, das wird auf jeden Fall später interessant. Und das wäre dann später auch schon die Karte. Wir zeigen das an, ihr erinnert euch vorher an Sanguine Command, hier in dem Fall mit Fatimas Karte. Und dann geht es rüber hier zu dem guten Otto, der sich selbst bewegen würde. Ach, im Übrigen, ich habe es ganz vergessen, wir dürften natürlich Fatima auch noch bewegen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht würde die sich jetzt mal hier rein bewegen, um die Minions wegzuhauen. Keine Ahnung. Otto, der steht ja jetzt zum Beispiel schon hier. Ist natürlich auch total doof, dass der jetzt hier eine Karte gelegt hat, mit der er einfach nur angreift. Eigentlich hätte er wahrscheinlich eine Kampfkarte legen wollen. Ich suche jetzt mal einfach so eine Kampfkarte aus, um euch was zu zeigen. Das hier wäre übrigens eine sehr, sehr starke Kampfkarte. Wie gesagt, ihr werdet es auf jeden Fall im Playthrough sehen. Hier kann ich euch aber nochmal was zeigen. Diese Karte hier oben mit diesem Symbol beendet eine Chain, also die Blood-Chain. Das heißt, da wäre es danach fertig. Es macht mega viel Sinn, eine solche Karte zum Ende zu legen, also hier auf den letzten Slot. Ja, und dann könnte man in dem Fall eben gucken, als Ziel einen Gegner, der in seinem Feld liegt, dann machen wir einen mentalen Angriff mit hier Sanity. Ja, und da unten können wir dann sogar noch, wenn wir gebissen worden sind, das ist also eine Bedingung, wenn wir 3-mal gebissen worden sind, einfach mal jeden Gegner in Reichweite von 1 angreifen, denn sein Blut brennt an der Stelle. Also, ich mache es jetzt einfach mal so, ist vollkommen falsch, was ich mache, aber nur, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt, wenn ich jetzt angreifen würde. Otto wird jetzt in dem Fall mit 3 grauen Würfeln angreifen. Ja, und dann zeige ich euch auch mal die grauen Würfel. Da rollt schon einer. Oh mein Gott, also das ist ja total irre. Wie kann man denn so viel Fails würfeln? Otto wollte natürlich die Hexe wegwürfeln, die er auf seinem Feld legt. Und die Hexe, seht ihr hier oben auf dem Minion-Board, hat eine mentale Verteidigung gegen 3. Das heißt, bei meinem Wurf hätte ich eine 3 würfeln müssen. Habe ich ja jetzt in dem Fall nicht geschafft. Ich habe ja nicht mal mehr diese Karte richtig gelegt. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, die Planungsphase wurde nicht richtig ausgeführt. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hätte er sich hier mit dieser Aktion wegbewegt, aber halt. Und ihr seht, Synergien, Synergien, Synergien. Überall müssen wir hingucken. Und das ist eben auch ordentlich Komplexität. Denn hier seht ihr bei der Witch, jeder Trooper in Range von 0, also auf seinem Feld von diesem Minion hat, minus 1 Success zu allen möglichen Tests. Das heißt, hier wäre noch eine abgezogen worden und tatsächlich gibt es eine Karte, die habe ich jetzt eben gesucht, das ist hier diese Executed, wenn der auf deinem Feld steht, hier der hier mit dem Pfahl durchbohrt ist, dann kann man sich überhaupt nicht wegbewegen. Nachdem wir Ottos Karte abgearbeitet haben, gucken wir mal hier weiter zu Von Malus. Das ist Radu. Radu steht hier und der darf tatsächlich 2-mal diese Karte ausführen. Und auch die hole ich euch an der Stelle mal kurz ran. Und ihr seht es, das Ziel ist ein Gegner,
in der Reichweite 0 von Radu oder einer seiner Fallen und den darf ich angreifen mit einer Stärkeprobe, mit einem Stärkeangriff. Und das ist Radu, der steht hier, ist natürlich interessant, der könnte diese Nightflocks oder die den Executed angreifen, aber der ist natürlich nicht unbedingt unser Preferred Target. Aber guck mal, er hat ja hier überall Fallen verteilt. Apropos Fallen, das sind hier seine Hollow Pumpkin Fallen. Super coole Sache. Und mit dieser Karte kann er eben einen Stärkeangriff machen, irgendwohin, wo eben auch der Boss steht. Denn der steht jetzt tatsächlich in so einem Fallenfeld und Synergien. Guckt mal hier oben, er hat ja minus 2 in Summe durch seine Reaktionskarten und dort oben seht ihr seinen Verteidigungswert. 9 in der physischen Verteidigung, 9 in der mentalen Verteidigung und hier oben minus 2, also 9 minus 2 sind 7. Das heißt, ich würde 7 Treffer würfeln müssen, um ihm eine Wunde zuzufügen und das wäre jetzt natürlich richtig interessant. Lass uns das doch mal ausprobieren, ein Stärketest. Hier, wir werden 2 rote Würfel würfeln und einen grauen Würfel. Es ist übrigens kaum möglich, mit diesen Würfeln wirklich 7 Treffer zu erzielen. Aber wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja mal. Und wir haben jetzt tatsächlich 2, 3, 4. Schade, wir haben es an der Stelle nicht geschafft. Und wann immer, und das ist ja schön, euch das zeigen zu können, wir einen Test nicht bestanden haben, dann schreitet hier unser Sanity Track oder Insanity Track nach vorne. Und der schreitet so weit nach vorne, bis er hier ist oder wir einen dieser besonderen Fähigkeiten einsetzen. So, jetzt haben wir dieses einmal gemacht. Machen wir es doch einfach nochmal, denn es ist erlaubt, das Ganze zweimal auszuführen. Wir markieren das mit so einem Cube. So, und da zeige ich euch jetzt dann tatsächlich mal einiges. Ja, komm hier, jetzt kriegst du auf die Nase. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber wir haben eine 5 gewürfelt, eine 7 hätten wir gebraucht. Und jetzt guckt nochmal hier auf dieses Board, 5 haben wir gewürfelt, 7 hätten wir gebraucht. Und wir sind jetzt genau hier, wo wir einen Triumph mehr haben könnten. Also wenn wir jetzt alles verbrauchen würden, dann hätten wir genau 6. Aber ihr erinnert euch dran, 7 hätten wir gebraucht. Ein Reroll ist auch nicht wirklich interessant. Ja, sollen wir wirklich einen Reroll machen? Da ganz ehrlich, komm, wir machen's. Wir machen's der Show halber. Es macht natürlich ganz wenig Sinn, Reroll zu machen, denn wir haben nur eine Chance von 1 zu 6 hier 3 zu erzielen und eine Chance von 1 zu 4 2 zu erzielen. Aber komm, die Gaudi geben wir uns. Wir verbrauchen den Sanity Marker und wir würfeln und ihr drückt mir ganz fest die Daumen und nein, es ging in die Hose. So, es ging in die Hose, das heißt, wir bekommen wieder ein Sanity an der Stelle oder Insanity und damit wäre diese Karte auch abgearbeitet. Wir legen das an der Stelle da drauf. Ihr erinnert euch dran, vor oder nach der ganzen Geschichte dürften wir natürlich hier aktiv werden, wobei die Gräber bereits geschändet worden sind, aber wir könnten das Mausoleum noch looten. Das ist dieses hier. Ich zeige euch das auf jeden Fall ausführlich im Playthrough. Es soll ja auch den Rahmen nicht sprengen. Komm, wir gehen mal weiter und gucken uns hier die letzte Karte an. Ja, jetzt könnte hier die gute Anker sich bewegen und was könnte sie noch machen? Sie könnte Vigor-Tokens umdrehen, um jeden Trooper in Reichweite von ihren Aktionstokens zu heilen. Sie hat nur leider keine gelegt, aber das zeige ich euch auch mal, wie man die legt. Und zwar macht man das hier über diese Karte mit den Moon Herbs. Ja, und dann gucken wir mal. Achso, das ist schon so ein Ding. Okay, schade. Ja, okay, dann kann sie das an der Stelle nicht. Sie bräuchte hier diese Heilungstokens. Die müsste sie hinlegen. Sie ist also der Support-Charakter der Gruppe. Ja, es macht natürlich relativ wenig Sinn, jetzt hier hinzulaufen. Aber vielleicht würde sie sich jetzt mal ein Feld hierhin bewegen und dann ein Feld hierhin bewegen. Also sich jetzt hier zum Boss hinzustellen, würde jetzt tatsächlich nicht so viel Sinn machen. Aber sie muss eben diese Heilungsmarker auf dem Feld bekommen und tatsächlich, ja, sie kann sogar die Leute Karten ziehen lassen, also super toller Support-Charakter, wie gesagt, in den Taktikkarten steckt das Ganze drin. Das würde an der Stelle eben besagte Taktikphase auch beenden, in der Form, dass wir hier diesen Resolved-Marker drauflegen und dann springen wir zur Nemesis-Phase, ist dann die vorletzte Phase und zwar geht der Marker hier hoch, es geht los mit dem Wishes Run. Ich muss ihn mir tatsächlich wieder ein bisschen näher ranholen. Hier seht ihr, als Target ist der Trooper in unendlicher Reichweite. Er rennt also über das ganze Feld, der am meisten gebissen worden ist und dabei am weitesten entfernt ist. So, ihr seht das jetzt, wenn ihr aufmerksam guckt. Guck mal hier, Otto hat einen gebissen Marker. Das heißt, der würde jetzt einfach mal zu Otto rennen. Otto steht hier.
drup, 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 da rennt er hin, geht zu Otto und jetzt greift er in dem Feld den Trooper an. Er checkt also auch tatsächlich nochmal mit Anker, der am meisten gebissen worden ist und die meisten Wunden hat. Es bleibt also bei Otto. Der wird einmal angegriffen, wird nochmal gebissen, weggedrückt und dann kommt ein Escape. Ich zeige euch jetzt mal genau die ganze Karte, wie es funktioniert. Also, es gibt einen physischen Angriff. Physischer Angriff heißt, ich darf einen von den beiden hier oben mir aussuchen. Ich nehme natürlich den stärkeren, also mit zweimal schwarz. Otto ist halt echt eine Naturgewalt. Was muss ich denn würfeln? Ich muss eine 6 würfeln, 6 Erfolge würfeln. Ja, guck mal, ich hätte einen zusätzlichen Triumph. Ich habe tatsächlich jetzt nur 4 Erfolge gewürfelt. Ja, was mache ich denn jetzt an der Stelle? Das ist jetzt natürlich richtig schlecht an der Stelle. Boah, ich habe echt nur 4 Erfolge gewürfelt. Tja. Ich habe wirklich nur 4 Erfolge gewürfelt. Werde ich wirklich einen Reroll machen? Komm, ich mache mal einen Reroll. Würfel den hier nochmal. Hab wieder einen Fail gewürfelt. Aber okay, dann seht ihr mal, wie so ein Damage funktioniert. Hierzu nehme ich die oberste Taktikkarte, lege die Face-Up hier auf meinen Wundenstapel. Denn, und jetzt seht ihr es an der Stelle, diese Taktikkarten verwendet ihr nicht nur hier für diese Taktik-Chain. Ihr verwendet sie auch für euren Wundenstapel. Und wenn ihr keine mehr habt, ja, dann ist halt fertig. Dann seid ihr einfach unconscious, also bewusstlos. Und ihr habt auch, je mehr Karten ihr hier verliert und dorthin legt, weniger Handlungsspielraum. So, das war's. Dann gibt es nochmal einen Biss. Hier, ihr habt es gerade gesehen. Und er wird einmal weggepusht. Und er macht einen Escape und geht nach hinten. Ja, Vampire sind schnell. Und auch diese Karte ist resolved. Dann gibt es nochmal hier eine Terrorize-Karte. Da seht ihr, er rennt auf das Feld. Ich mache es jetzt mal von hier, wo die meisten Charaktere stehen. Das ist natürlich interessant. Und wo die wenigsten Bisse da sind. Also er rennt jetzt auf dieses Feld. Dort sind nämlich die meisten. Und jetzt targetete, also er zielt jeden Trooper in diesem Feld an, wirklich jeden an. Und der bekommt einmal einen mentalen Angriff mit einem Biss. Push 1 und okay, ihr habt es jetzt rausgefunden. Ich will den Rahmen des Ganzen nicht sprengen. Ich zeige euch das ja alles noch bei einem Playthrough, aber ihr habt diese Würfelproben gesehen. In dem Fall würden sowohl Radu als auch Fatima angegriffen werden, müssten hier entscheiden, ob sie Cunning oder Sanity machen und das würde die Nemesis-Phase beschließen. Und ihr seht, nachdem wir dann hier angefangen haben, kommen wir jetzt hier hin und jetzt wird jeder Warden einmal aktiviert. Warden gibt es nicht auf dem Feld. Ich habe ja hier übrigens die Standys. Das wäre ein Standy-Warden. Dann geht es rüber zur Witch. Die habt ihr schon gesehen. Das ist die, die hier bei Anka steht. Die hat hier oben eine Aura. In dem Fall würde die aber jetzt einfach wohin laufen. Und zwar würde die jetzt zu einem Trooper laufen innerhalb von Reichweite 0 bis 3. Die würde einfach stehen bleiben. Sie ist nämlich einfach ein Debuffer. Und die Flocks kommen jetzt an die Reihe. Die stehen hier an der Stelle. Hier würde dann zum Beispiel, na, sie würden auch sich erstmal bewegen, würden gucken, dass sie wohin kommen, wo die meisten Troopers stehen. Und in dem Fall würden sie einfach mal einen Biss verteilen. Und zwar, lass mich mal gucken, wer bekommt an der Stelle den Biss? Ein Trooper in Reichweite 0, der die wenigsten Bisse hat, bekommt einen Biss. Okay, und die wenigsten Bisse haben hier beide. Das heißt, in dem Fall können wir es uns entscheiden. Es macht sogar jetzt taktisch wirklich Sinn zu gucken, wer diesen Vigor verbraucht hat. Also wenn jetzt zum Beispiel Radu schon hier einen Vigor verbraucht hätte, das sind ja auch Ressourcen, dann macht es vielleicht Sinn, den Biss ihm zu geben. Denn sobald man gebissen worden ist, kann man den Vigor nicht mehr benutzen. Außerdem ist der Biss wiederum auch eine Ressource, der von gewissen Karten gebraucht wird. Und als letzter kommt dann nochmal der Executed und ich sage gerade, oder ich sagte ja vorher, der hält euch fest, hier durch seinen aufgespießten Pfahl, der würde in dem Fall auch stehen bleiben und einfach verhindern, dass die beiden dieses Feld verlassen. Okay, am Ende folgt dann noch eine Cleanup-Phase, aber ich glaube, ihr habt so grundsätzlich gesehen, was Blood alles ermöglicht. Hier über dieses super geniale Knifeboard und dieses Zusammenspiel von Planungs- und Taktikphase, die natürlich auch in die Nemesis-Phase übergeht. Lasst uns jetzt mal ins Fazit springen, damit ich euch erklären kann, was ich so genial an Blood finde. Noch einmal kurz Kommando zurück, bevor wir nämlich in die Fazit-Phase kommen. Gibt es einen wichtigen Aspekt in der Cleanup-Phase? Die haben wir ja eben übersprungen. Da wird jetzt natürlich alles abgeräumt. Diese Taktikphase kommen auf die entsprechenden Discard-Piles ihrer Trooper. Das gleiche passiert hier natürlich auch mit den Reaktionskarten. Dieser Marker wird zurückgesetzt. Das wirklich Wichtigste ist aber, dass diese Karte, weil umgedreht, abgeworfen ist. Dann rutscht die um eins rüber. Und was seht ihr an der Stelle? Wir haben ab der nächsten Spielrunde mehr Platz für unsere Taktikkarten, also mehr Spielraum und damit mehr Angriffspower für die Troopers. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Jetzt aber auf jeden Fall ins Fazit. Ich fasse euch das Ganze mal komprimiert zusammen.
So, wir sind durch mit einem Überblick und ich glaube, ich muss meine Begeisterung für Blood jetzt nicht mehr hinterm Berg halten. Es ist mir, glaube ich, beim Intro schon nicht gelungen, aber ich bin total begeistert von dem Spiel und es fängt natürlich beim Thema an. Vampirismus, mir gefällt das auf jeden Fall gut. Wenn euch das auch triggert, seid ihr sowieso wahrscheinlich schon aufmerksam. Aber wenn es euch noch nicht ganz gecatcht habt, dann hört euch auf jeden Fall mal an, was ich zu den Mechanismen zu sagen habe, beziehungsweise zur Verzahnung der verschiedenen Phasen, nämlich die Planungs-, die Taktik- und die Nemesis-Phase. Die sind so elegant miteinander verzahnt durch die Art und Weise, wie sie über diesen Bedrohungswert einander balancieren. Das ist außergewöhnlich und das verdient wirklich nochmal auf jeden Fall eine ja, sehr positive Bewertung an der Stelle. Denn bereits in der Planungsphase, also in der Programmierphase, suchen wir Karten aus. Und da kommt eben auch der Aspekt Tabletalk. Wir sprechen miteinander. Was brauchen wir? Was müssen wir tun, um letztlich endlich mal Schaden am Boss zu machen und dann erfolgreich zu sein? Denn es ist ja nicht nur wichtig, was auf der Karte steht, sondern der Bedrohungswert, der ist eben super wichtig. Nämlich jedes Mal, wenn der Bedrohungswert bei dieser Threat-Leiste, die Nemesis-Marker überschreitet, wird eine von den Boss-Reaktionskarten gezogen und diese Karten, die sind richtig übel, sollen sie auch sein. Die Karten sind es übrigens, die den Bossen ein richtig tolles Profil geben. Hier war ein anderer Boss, Raziel, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Also, hier müssen wir ganz genau überlegen, wie viel können wir uns auch erlauben und wir haben das selbst in der Hand, das ist nicht zufällig. Die Karten, die dann gezogen werden, ja, da ist ein kleines Glückselement dabei, aber die Bosse haben ein Profil eben genau durch ihr Bosskartendeck. Und apropos Bosskartendeck, es gibt verschiedene Bosse. Natürlich, ich habe hier Raziel, Razvan habt ihr vorher gesehen, Lucilla habt ihr gesehen. Über Miniaturen können wir gleich nochmal sprechen. Also ganz, ganz wichtig. Und dann geht es ja nahtlos über auf diesem super genialen Nightboard, was alle verschiedenen Elemente zusammenführt, wenn wir dann von links nach rechts unsere Charaktere aktivieren. Und dann überlegen, wie wollen wir uns platzieren? Wen wollen wir angreifen? Minions, Bosse? Oder aber wollen wir vielleicht diese Event-Sachen machen, wie ihr das eben bei den Cursed Tombs gesehen habt. Denn hier bekommen wir Ressourcen für die Day-Phase, für das Aufwerten, sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber wir räumen uns eben auch in dieser Taktikleiste viel mehr Platz frei, damit wir später mehr Taktikkarten legen können. Das ist großartig. Allerdings müssen wir überlegen, mehr Taktikkarten, mehr Threat, mehr Boss-Reaktionskarten. Ihr hört schon raus, das Spiel eskaliert nach hinten raus. Richtig genial. Also, super tolles Ding. Nach der Taktikphase kommen dann die Bosskarten. Ihr habt es vorher gesehen. Und ja, das macht einfach wirklich nur Spaß. Nochmal ein wichtiger Punkt, wenn die Bosskarten fertig sind und wir zu den Minions kommen in dieser Leiste, das finde ich auch richtig gut, denn diese Minions, ihr könnt natürlich später auch Miniaturen dafür kaufen, die haben an und für sich eigentlich gar nichts. Sie machen gar nichts groß, außer sich zu positionieren und negative Effekte mitzubringen. Ja, einige greifen an. In der Regel werden sie aber über Boss-Reaktionskarten aktiviert. Und das finde ich gut, denn da sieht man wieder, dass sich das Ganze eben um dieses Element Boss, Bosskampf zentriert. Ihr seht hier zwar ein großes Feld und die bewegen sich, aber immer nur in Abhängigkeit von den Bossen. Und das ist so gut. Das ist so befriedigend, das macht so viel Spaß. Cleanup-Phase, ich habe es euch eben zum Glück nochmal gezeigt. Zum Glück ist es mir eingefallen. Super wichtig, denn ihr räumt euch hier Karten frei. Genau, jetzt wollte ich euch auf jeden Fall nochmal ein paar Miniaturen zeigen. Zeige ich euch mal Lucilla, also eine von Draculas Bräuten. Hier habt ihr Razvan, Ludus Magnus. Die haben ja hier auf jeden Fall immer so ein bisschen Acryl eingearbeitet. Auf jeden Fall sehr detaillierte Figuren. Guckt euch mal Anker an. Also auch das ist natürlich irgendwo ein Selling Point. Wer das dann bemalen will, ganz, ganz tolles Material. Sieht richtig gut aus. Lass uns noch kurz über die Tagphase sprechen. Die ist so wichtig, da sie ja natürlich immer wieder stärkere Bosse über die Story ins Spiel bringen. Und am Ende steht natürlich Dracula. Müsst ihr euch aufwerten und dann gibt es eben hier in den Städten die verschiedenen Marktplatzkarten. Und auch sonst könnt ihr da natürlich einiges machen. So, Kritikpunkt. Ich habe es vorher angekündigt und das will ich jetzt an der Stelle sagen, bevor ich eine Empfehlung ausspreche. Es gibt zwei Punkte, die ich kritisch sehe und die sind auf jeden Fall miteinander verbunden. So, und dafür hole ich es euch mal hoch. Das ist ein Übersichtssheet über hier auf der einen Seite den Spielablauf und da über die Ikonografie. Und lieber Herr Gesangsverein, ich brauchte einige Stunden und musste auch mehrfach im Regelbuch nachlesen, bis ich das hier drauf hatte. Ihr habt es, glaube ich, eben gesehen. Ich musste jetzt ab und zu noch nachlesen. Und das ist kleinteilig, ne? Hier auf diesen Taktikkarten. Ikonografie durchaus schwierig. Aber
Das kann man jetzt entschärfen. Ludus Magnus Studios ist das bewusst. Sie haben bereits ein Update geschrieben. Guckt da gerne nochmal bei GameFound rein, indem sie gesagt haben, das haben wir als Kritik zur Kenntnis genommen. Wir werden es überarbeiten. Und das finde ich super. Das ist natürlich ein großer Vorteil von Crowdfunding. Das fertige Produkt ist noch nicht da. Sie können hier noch was dran machen. Und ich hoffe, sie tun es. Denn damit würden sie meinen zweiten damit verbundenen Aspekt auf jeden Fall vielleicht auch enthebeln, denn das Spiel kommt mit einer ganzen Menge Mikromanagement daher. Ihr müsst nämlich an jeder Stelle gucken, ja, muss ich jetzt hier einen Cube hinlegen? Diese Cubes vergisst man auch gerne mal aufs Bossboard, auf die verschiedenen Karten, den Resolve-Marker weiterlegen. Ihr dürft auf gar keinen Fall den Thread-Marker vergessen. Also da ist schon eine ganze Menge Mikromanagement, auch im Vergleich zu anderen Boss-Battlern, dabei. Okay, und nachdem wir die Kriterien jetzt einmal durchdiskutiert haben, für wen empfehle ich das? Natürlich für Fans von Boss-Battlern, von komplexen Boss-Battlern, die vielleicht mit diesem Thema Vampire, Dracula was anfangen können. Kooperativ, klar, aber wir haben es hier mit einem wirklich ordentlich hohen Niveau, auch mit einem hohen Niveau nicht nur von den Regeln zu tun. Da wird sich natürlich später noch was tun. 48 Seiten sind jetzt in dem Prototypen-Regelwerk. Aber ich glaube, das wird mit Sicherheit ein bisschen weniger, das wird gestreamlined werden. Aber generell ist das Spiel nicht leicht, denn es erfordert sehr, sehr viel Gehirnschmalz, sich hier abzusprechen, die richtige Karte zu legen und die richtigen Karte dann natürlich auch zur richtigen Zeit zu spielen. Weil die sind ja programmiert, die sind ja fest geplant. Und da gibt es eben verschiedene Synergieeffekte, ihr werdet es im Playthrough sehen, die ganz, ganz wichtig zu spielen sind. Also, ein anspruchsvolles Spiel, wenn ihr das sucht, dann glaube ich, ist das Ganze auf jeden Fall etwas für euch. Ja, wann ist das Spiel nichts für euch? Wem würde ich auf jeden Fall nicht dazu raten? Es ist kein konfrontatives Spiel. Ihr arbeitet hier gemeinsam. Wenn es vielleicht bei euch in der Spielegruppe Alpha-Spieler gibt, dann könnte das ein Problem sein. Auf der anderen Seite habt ihr eure Handkarten theoretisch verdeckt auf der Hand. Ich würde das Spiel aber auf keinen Fall empfehlen, das ist ein wichtiger Aspekt, komplett solo zu spielen. Denn meines Wissens müsst ihr alle vier Charaktere spielen. Ich wüsste nicht, wie das jetzt anders laufen soll. Da müsste das Spiel ja irgendwie sich selbst balancing. Also straft mich Lügen, wenn ich jetzt was Falsches sage. Aber das ist dann super viel Verwaltungsaufwand. Also zweihändig spielen ist eine gute Idee. Jeder zwei Charaktere, im besten Fall aber zu dritt oder zu viert spielen. Dann ist das Ganze ein wirklich großartiges Spiel. Jetzt seid ihr dran. Ab mit euren Kommentaren unten in die Kommentarspalten. Vielleicht auch das, was ihr sehen wollt. Denn erinnert euch dran, in ein paar Tagen, auch noch während die Kampagne live ist, gibt es noch mal ein Playthrough, wo ihr seht, wie so ein Spiel abläuft. Da kann ich natürlich nicht so nah ranzoomen, aber ich werde mir Mühe geben, dass ich euch eine ganze Menge zeigen kann. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und läutet das Glöckchen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Marcel, euer Herr der Spieler.